Yeah! Klangbild Reaction ist wieder im Gebäude und zwar mit dem Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Yeah, und wir checken heute Otikin und The Storm aus. Na dann. Na dann. Otikin und The Storm. Sieht schon mal nach einer dicken Produktion aus. Wird erstmal gleich durch den Sturm gesteppt. Jetzt wird erstmal ein kleines. Aber sehr edle Klamotten, dafür, dass man so mitten im Schnee. Drums gehen ab. Wird erstmal hier. Geile Kulissen. Wird erstmal. Wird erstmal schön die Instrumente ausgepackt, um mitten in der Wildnis erstmal dicken Trommel-Mode zu machen, Alter. Ich muss ganz kurz meine Wortwahl revidieren, von wegen Kulisse. Ich meinte natürlich Kostüme. völlig krass. So. Die Kulisse ist natürlich auch völlig krass. So, die Natur, ne? Props gehen raus an Gott, so. Made by Nature. Nee, Spaß beiseite. Aber völlig heftig und dazu die geilen Kostüme und ja, jetzt erstmal musikalisch einen reingedrummt. Genau. Hey! Läuft, Maultrommel. Mit dem Maultrommel. Trommelt die Maul. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann das letzte Mal überhaupt eine Maultrommel in meine großen Zähne gesetzt wurde. Bei wer, wie, was, wieso. Jetzt gesagt ihr. Er war halt auf diese Seite. Ja, ich hab's auch schon lange nicht mehr gehört. Nee, aber jetzt war ohne Witz. So sie ganz stylisch, wirklich in den Fokus gesetzt. Die Maultrommel jetzt auch musikalisch in den Fokus gesetzt. Lasst mal hören. Sie macht auch die Stimme und die Maultrommel, okay. Irgendwo auf irgendeinem zugefrorenen See. Krasse Eiskulisse, ja. Aber auch cool, die Kostüme in allen anderen Farben. Schön Zitat hier. Das ist ein Zitat? Naja, geht so auf jeden Fall in die Richtung Zitat. Also, falls ich mich irren sollte, ihr wisst Bescheid. Wisst ihr, Kommentare. Weißt du, wie das Instrument hier heißt? Also ich würde das jetzt nicht als eine Zitat einstufen, aber let's check. Na, dann nehmen wir die Kriterien drauf. Ich glaube, eine Zitat ist halt. Geht immer in die Richtung. Ja, könnte gut sein. Starke Stimme auch. Auch sehr, sehr. Krass, der Wechsel auch so, ne? Von Normalgesang hoch und ja. Dieses Schreimäßige. Es ist ja auch wieder eine Technik, darf man nicht vergessen. Auch sehr stilbrechend. Man könnte jetzt auf den ersten Blick denken oder auf den ersten. Gehörblick sozusagen. Auf den ersten Hörer? Genau, auf den ersten Hörer zu denken. Okay, sie freakt jetzt völlig aus, so, aber. Macht sie ja. Sie weiß genau, was sie tut. So. Sie, macht sie ja. Sie freakt bewusst auch. Freak out. Stimmmäßig. Und jetzt lass mal schauen, wie weit sie geht. Das ist echt krass. Ne, etliche Tonlagen. Sie scheint sowieso die Hauptfigur zu sein im Land. Ja, ist auf jeden Fall interessante, interessante Kombi, sagen wir mal so. Krasses Klangbild einfach auch. Schön die Drums, jetzt auch so. Jetzt Kickoff-Gesang, er geht auch richtig. Weißt du, Leute. Das ist der Storm, Alter. Das ist der richtige Sturm. Ein Sturm zieht auf. Durchaus Zitat. Wenn er auch richtig dabei ist, so zack. Jetzt wird noch runtergefahren und. Ich meine, wie krass kann man spielen, wenn du nur zwei Saiten zur Verfügung hast? Tja. Frage an alle Gitarristen: Wie krass kann man so eine Mello spielen, wenn du nur zwei Saiten zur Verfügung hast? Bitte reinschreiben. So. Ich kann es mir gut vorstellen, aber. Puh. Ich glaube, es ist auch immer krass, wenn man darauf upstylt, so wie auf so einer Geige. Da waren ja, glaube ich, keine eingeteilten.
Ich finde das Standbild gerade super so. Na, jetzt hat man einen schönen Blick auf die Kostüme. Sie ist auch richtig schön voll dabei als Frontman oder Frontgirl, so definitiv. Hinten aber auch, er rastet völlig aus, so zack, hier schön an den Drums und, alle voll mit dabei und das alles mitten in so einer schönen Eiskulisse. In der Wildnis. Also was heißt Eiskulisse? Die sind einfach mitten im Eis. Ja, ist ja trotzdem eine Kulisse. Ne? Also, herrlich. Also ich sag mal, warm werden die es da nicht gehabt haben. Ja, ich habe jetzt Kulisse mit was Künstlichem assoziiert, ja, weißt du, so im Studio-Style. Ja. Also sind halt eben halt wirklich da draußen. Ich finde es ja bemerkenswert, sozusagen da, die Sachen da rauszukarren und um dann irgendwo in der, irgendwo auf dem See, denke ich mal, das ist ein zugefrorener See. Ach komm, jeder hätte jetzt seine Instrumente da schleppen können die, und den Scheiß. So. Ist jetzt nicht so, als ob der jetzt so einen Flügel rausschleppt. Ja, genau, als ob du so einen Flügel von einem Haus ins andere aber Haus aber es ist natürlich immer eine koordinatorische Leistung, da hast du völlig recht. Aber er auch cool, hinten so mit den Rasseln so. Ja, vor allen Dingen hat er eine lustige Maske auf. So eine, ja, ja, er schämt sich. Tote Maske wieder mal. Oh, da ist halt cool zu rechnen. Aber ihre Stimme ist auch krass. Schöne Wechsel auf jeden Fall auch immer. Ach schön, die Beieinanderschwingung so musikalisch, herrlich, ist krass zusammen gespielt so. Geht ab. Außergewöhnliche Klänge. Ach schön, der Stil. Immer wenn die Drums krass abgehen, jetzt geht sie dann auch in die krassen Hochtöne. Ja. Ne, und lässt sich darin sozusagen richtig treiben. Wunderschön. Auf jeden Fall eine wilde Samstag. Mischung, ey. Herrlich. Ich find's klasse. Ich find's einfach mega. Mich würde gerne interessieren, worüber sie singt. Also falls einer von euch weiß, worüber sie gerade singt. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich es mir übersetze, so, aber wäre natürlich schön, wenn ihr uns da ein bisschen Einblick gewinnt. Hammer! Ganz, ganz großen Respekt. Supergeil. Yo, yo, yo. Schön. Ottiken mit Storm, das ist ja echt der, also musikalisch ist da der Sturm auf jeden Fall. Absoluter Knaller, ist definitiv rübergestürmt. Also, ins Ohr gestürmt. Auf jeden Fall. So. Super cool, ich sehe auch gerade, die haben wir noch ein paar ganz andere coole Dinger. Mal schauen, ob wir die auch reacten werden. Ansonsten, lasst euch mittreiben, bis zum nächsten Mal. Peace out. Yes, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Yes, you.